Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Map Südthüringen. So, ich habe die Zeit ein bisschen vorspulen lassen. Leider können wir immer noch kein Gras machen, zumindest im Moment noch nicht. Vielleicht schaffen wir das in der Folge. Und ich stehe hier schon mit dem Glas und dem Timberrunner Muldenaufsatz. Weil der bringt uns ja irgendwie nichts. Und deshalb dachte ich mir, ich kann den dann auch wieder verkaufen. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Wir haben hier keinen Industriepark Hof, oder? Doch, haben wir. Leider. Aber dann könnten wir einfach hier mal noch einen Kurs einfahren. Industriepark Sägewerk. Das schadet nämlich nicht. Industriepark Shop. Weil vielleicht müssen wir hin und wieder auch mal zum Shop. Dann haben wir das auch schon mal drin. Und ihr seht einfach ein bisschen mal, wie ich einen Kurs einfahre. Alles eigentlich ganz easy. So, wir haben natürlich inzwischen auch ein bisschen die Produktionsstätte hinten im Wald weiter entleert. Da haben wir auch schon einiges an Produkten fertig. Die habe ich alle mal schon auf die Seite gestellt. Vor allem Paletten haben wir einige. Da müsste man einen kompletten Trailer voll haben. Ich bin am Überlegen, ob ich mir die jetzt dann mal verkaufe. Und dafür mir dann neue Schafe hol. Neue Schafe. Es gibt auch alte. Ja, es gibt auch alte, aber ich meine damit einfach, dass ich mir mehr Schafe hole. Weil Schafe sind ja eine stetige Einnahmequelle, sobald wir dann mal Gras haben. Ja, hier rechts scheint Gras gewachsen zu sein. Ist nicht auf allen Feldern gleich. Gibt vielleicht doch Grasfelder, wo schon was drauf ist. Das kann ich mir ja gleich mal anschauen. Sobald wir beim Shop sind. Dann lasse ich dann den hier abfahren zum Hof. Weil verkaufen und konfigurieren müssen wir am Hof. Da ist ein Werkstattpunkt. Irgendwie Lags hier weniger. Bei mir im Singleplayer habe ich hier übelst die Lags im Sägewerk rum. Komisch. So, was wir außerdem haben, ist, wir haben 7000 Gülle. Nein, nicht Gülle. 7000 Milch. Ja, unsere Sojamilch hier ist produziert worden. Die ist ganz durchgelaufen. Mehr Soja haben wir leider im Moment nicht. Dass wir da auch gar nicht weitermachen können. So ist das halt leider. So. Hier lassen wir die Spur enden. Speichern. Industriepark Shop. Ich weiß, ich habe hier in der Namensgebung ein oder zweimal Händler drin stehen. Hier Sägewerk Händler. Schafe Händler Schafe. Aber das Händler, das passt. Ist ja nicht der Händler hier. Das werde ich mal irgendwann noch ändern. So, dann lassen wir hier mal weiterfahren. Dann können wir uns um den Deutz kümmern. Seht ihr, weil hier ist nichts. Hä? Das ist ja komisch. Ich dachte, das wäre bei allen gleich.
Sache. In der Richtung lag das Feld. Oder die Wiese, in der ich dachte, dass die eigentlich bereit sei zum Abernten. Mal gerade mal ein Stück laufen. Sehen wir die Baustelle hier auch mal aus einem anderen Blickwinkel. Weiß gar nicht, was die hier überhaupt so lange machen. Ah, Kanal. Was war hier? Sieht mir aus, als wäre die Wiese bereit. Wo steht der Deutz? Okay, hier sind so ein paar kleine Wieschen dazwischen. Na, wo ist der Deutz jetzt schon wieder hin? Hier. Okay, dann würde ich mal sagen, gucken wir doch mal, ob eine andere Wiese vielleicht Lust hat, abgemäht zu werden. Ei. Schlägt mir doch glattes Laub ins Gesicht. Halt. Ach, das ist doch auch eine Wiese, oder? Aber hier kommt nichts raus. Das ist so komisch. Seit 29 geht auch nicht. Oh, kleine Cross-Einlage. Ich brauche jetzt Gras. Weil ohne Gras bringt uns die Sache mit den Schafen nichts. Gras steckt im Verkehr fest. Das glaube ich eigentlich nicht. Steht, glaube ich, eher irgendwas auf dem Hof. Oh. Na, das Schild haben wir ja gut mitgenommen. Hier was geht. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Na, da ist einfach nichts. Da ist einfach nichts da. Was ist mit dem Glas los? Dum, 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 dum. Okay. Das ist ein bisschen doof, wenn der hier dran steht. Was wir halt nicht dürfen, ist den kompletten Anhänger verkaufen. Wir dürfen nur oben den Topper verkaufen. Weil wir brauchen ja den Unter... Oh, das, warum leckt das jetzt so? Den Unterbau brauchen wir ja noch. Okay. Aber warte mal. Unser Plan ist eigentlich, dass wir uns dieses Fass holen. Das kann Wasser, Milch, Gülle... Das kann alles transportieren. Das hier kann bloß... Diesel transportieren. Wenn wir uns das holen, dann können wir auch das andere machen.
Dann werden wir vielleicht doch den hier auch verkaufen. Ne, wir haben noch. Wir müssen noch zur Tankstelle. Aber da werde ich nicht den Glas dafür nehmen. Dann nehmen wir hier den Johnny, wenn der irgendwo steht. Und der war doch irgendwo. Ich weiß nicht mehr, wo ich den John Deere abgestellt habe. Ah, der steht am Sägewerk. Ich weiß es wieder. So, unsere Mehlproduktion läuft natürlich auch so nebenbei. Mehl, Brot und Kuchen. So. Ja, was machen wir jetzt hier mit dem... mit dem Gras, das wir brauchen? Wo kriegen wir welches her? Wir gehen halt jetzt einfach mal suchen. Aber warte mal, wir könnten in der Zwischenzeit, weil der Palettenpreis ist auch vorhin gestiegen. Wir sind im Moment bei 2204 Euro pro Tonne oder pro, ja, nennen wir es Tonne, pro Tonne Palette. Das hört sich für mich sehr gut an. So, hier ist sowieso im Moment Ebbe. Dann laden wir hier gerade mal noch ein bisschen Zeug rein. Moment. Muss ich gerade mal kurz gucken. Na. Mal stoppen. Dass wir hier das Richtige einstellen. Dann können wir das wieder wegmachen. Möchte die Palette hier mitnehmen. Ist der Arbeitsmodus vielleicht aus? So. Da steht auch noch eine, die nehmen wir natürlich auch gleich mit. Und dann werden wir ordentlich was verdienen heute. Die erste große Einnahme, glaube ich, sogar. So, hier haben wir drei Paletten und ich habe eben, wie gesagt, schon ein paar weggestellt. Aua. Und die werden wir jetzt voll aufladen. Und dann schicken wir den guten Jungen hier mal los auf die weite Fahrt zum Turmbaumarkt. Da ist nämlich eine ganz schöne Strecke bis dahin. Aber die haben wir natürlich per Curseplay schon eingefahren. So, wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Paletten drauf. Das heißt, bei einem Preis von... Warte, eine Palette hat 4 drin. Das heißt 64.000 Tonnen. Und darauf kriegt man einen Preis von über 2.000. Das heißt... Wir werden sehr viel Geld machen. Tun. Einfahren, Drücker. Jawohl. Gut. Dann such du mal den Weg zum Tun. Und wir suchen weiter Gras. Weil ohne Gras nichts los.
Und wenn wir damit bis runterfahren müssen an den Wald, wo das eine Gras, Wiesenstück schon fertig ist. Also das ist mir jetzt im Moment eigentlich relativ. Aber ich brauche Gras. Wir müssen unsere Schafe versorgen. Hier ist auch nichts. Da ist zwar eine riesen Wiese, aber die ist nicht gewachsen. Also, dass ich wegen Gras so weit fahren muss, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Gerade mal auf die Karte lunsen. Ja, hier können wir reinfahren. Ich hoffe nur nicht, weil es könnte sein, dass uns hier der LKW entgegenkommt. Es könnte sein. Dann habe ich, ich weiß nicht, ob es, ne, ich glaube, zum Stahlwerk habe ich den hier über diesen Weg geschickt. So, was wir uns nicht erliegen dürfen, ist, dass wir uns immer wieder neue Maschinen kaufen. Also wir müssen ein bisschen gucken, dass wir mit dem, was wir haben, zurechtkommen. Sonst kommen wir im Geld nicht hoch. So. Aber wir müssten eigentlich gleich da sein. Das links müsste eigentlich die Wiese sein. Ja, okay. Der... Jawohl, da ist sie. Jetzt hoffe ich nur, dass ich die auch wirklich abernten kann. Ja. Oh, endlich Gras. Unsere Schafe werden sich freuen. Aber dafür werde ich den hier, glaube ich, auch wirklich ziemlich voll machen. Den Drohne-Auflieger oder Ladewagen. Da gehen nämlich 70.000 gehen da rein. Machen? Ich weiß nicht. Soll ich ihn voll machen? Das wird eine ganze Weile dauern. Da wir nur ein Mähwerk vorne dran haben. Das einzelne. Geht das nicht so schnell. Vielleicht fahren wir noch mal einmal runter und einmal hoch. Und bis wir dann wieder Gras brauchen, ist bestimmt an unserer Schaffarm selber Gras gewachsen. Da ist dann Gras drüber gewachsen. Also dass sie unterschiedliche Stadien haben, die Graswiesen. Daran habe ich eigentlich auch nicht gedacht. Wir werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall noch eine neue Sache anschaffen, weil sonst haben wir ein Problem. Aber sonst kommen wir nicht hinterher. Deshalb müssen wir uns da was Neues kaufen.
habe ich gerade gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viel Geld ausgeben, ne? So, einmal noch runter. Und dann soll es das gewesen sein, erstmal. Dann machen wir die Schafe glücklich. Und in der nächsten Folge sind wir dann auch schon fast mitten in der Nacht. Da werdet ihr was sehen, das wollt ihr vielleicht gar nicht sehen. Oder ihr seht doch nichts. Ist so ein bisschen schwierig. So. So, was hat denn unser LKW hier für ein Problem? Mal wieder am Ortsschild hängen geblieben, oder wie? Na, am Wegweiser. Dann machen wir uns mal auf. Zurück zu den Schafen. Und wahrscheinlich, wenn ich bei den Schafen jetzt ankomme, ist die Wiese dort bereit zu mähen. Aber naja, da haben wir wenigstens ein bisschen was getan für die Schafe. Wasser habe ich schon dort, ja. Was das Wasser angeht, da möchte ich eigentlich auch noch ein bisschen was verändern. Wir haben alles so ein... Ja, es ist XL-Projekt-Farm. Aber ich möchte gern so ein bisschen... ich weiß nicht, was uns die großen Fässer jetzt so bringen. Weiß nicht, ob ich das dabei behalten soll. Eigentlich schon. Weil sonst müssen wir die ganze Zeit pendeln. Das ist auch doof. So, müssen wir hier schon wieder links? Ja, sieht so aus. Sieht so aus. Da vorne müssen wir dann wieder rechts abbiegen. Der Tatra ist unser LKW. Ist glaube ich gar kein Tatra, oder? Habe ich mir einen Tatra geholt hier? Ja, aber der müsste auch gleich am Ziel sein. Moment. Falsch. So, hier müssen wir nämlich rein. Vorbei am fetten Misthaufen. Achso, wir können hier auch mal... Warte. Lenkrad nämlich herholen. So, was können wir noch machen hier? Einen Spiegel einklappen, brauchen wir nicht. Den Bildschirm können wir wegmachen. Aber wir können uns hier einen Beifahrer hinsetzen. Den Friedrich. Ah, Armlehne können wir hinmachen und wegmachen. Was war das jetzt? Moment, ich bin ein bisschen... Ich... Warte mal. Ich weiß nicht, was damit passiert. Okay, wir können hier Knöpfe drücken, aber...
Aber was damit passiert, das sehen wir nicht. Können wir das sogar... Oh. Können hier sogar das Dachfenster aufmachen. Das ist nice. Blinklicht. Oh, da gibt es noch ein Fenster zum Ausstellen, oder was? Alter Falter. Was sind das alles für Hebel? Naja. Okay, wir machen uns auf den Weg. Wir wollen die Schafe ja noch füttern. Und der Tatra, unser LKW, ist auch schon am Ziel. Und vor allem die Schafe füttern, das ist ein bisschen tricky, würde ich jetzt sagen. Ja, warte mal, komm, wir machen hier mal gerade einen LKW. Oh, der ist... Ach, verdammt. Stimmt ja. Das habe ich ganz vergessen. Von 8 bis 18 Uhr sind nur die Warenannahme, weil wir müssen hier reinfahren. Ich sehe nichts. Jo, das heißt, wir haben die schlechten Karten. Wir müssen hier warten bis zum nächsten Tag. Und erst dann können wir ja die Paletten verkaufen. So ist es halt. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber dann bringen wir auf jeden Fall hier das Gras noch zu den Schafen. Die Schafe machen nämlich nicht zu. Setze ich mal gerade hier ab. Das stört uns nur beim Rangieren. Wir haben ja nämlich keinen Platz. So, wir müssen ihn nämlich einmal umdrehen. Und das Scheunentor ganz gerade anpeilen. Was wir hier mit einem viel zu großen Anhänger reinkommen. So, und dann müsst ihr mal gucken, irgendwann kommt dann die Anzeige, dass ihr abladen könnt. Hier war sie. Die ist ziemlich in der Mitte vom Raum. So. Und dann hauen wir das Weizen, das Gras hier mal rein. 6 Tage versorgt, die guten Tiere. So ist gut. Also, wir haben heute zumindest mal die Schafe versorgt. Und das freut uns. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da oder ein Abo oder Kommentar, wie ihr wollt. Und bis morgen. Ciao.